erste von Käferle hat gepasst, danach keiner mehr. Derek Haynes, Größe und seinem massigen Körper ohnehin schon der Rebound-Leader. Sehr schön von Derek Haynes. Der Oberwart hier wieder. Flyers weiterhin Bewegung für sich von Gavrilo Tepic, der zunächst hier leicht den 3-Punkte-Wurf andeutet. Gute Sperre. Auf der anderen Seite auch von Renato Polja. Spektakuläre Versuche und darauf hat eigentlich lange Zeit nichts hingedeutet, aber wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo dieses Foul gegen Oberwart. Also gepfiffen gegen Oberwart damit. Ich habe jetzt nochmal in der Statistik nachgeschaut, also ein bisschen mehr war es schon. Die höchste Führung für die Gunners waren mal 7 Punkte, die Welser waren auch schon 8 Punkte weg. Aber es ist weder den Burgenländern noch den Oberösterreichern dann in der Folge gelungen, diese Führung hier länger zu behaupten. Derek Haynes, den hatten wir noch nicht an der Freiwurflinie in diesem Spiel, soweit ich mich erinnere. Macht seinen Job bisher sehr, sehr gut. Astreine Leistung. Ja, der ist wirklich enorm wertvoll für die Gunners in der Offensive, genauso wie in der Defensive. Cleveres Kerlchen, sehr wurfstark und schon verantwortlicher Coach bei den Welsern. Gebürtiger Gmunden, also eigentlich beim Lokalrivalen. Dort war er auch als Spieler. Kuriose Situation. 4 Fouls schon von Wels. Ah, das war jetzt schon das 5. Also die sind. Aber der sitzt wieder. Also auf den US-Boy ist eindeutig Verlass. 22 Punkte, damit hat er seine völlig entglitten. Das läuft plötzlich ganz und gar gegen die Flyers. Wenn sich da jetzt nicht bald was ändert, dann werden sie auch nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwas zu tun. Es sind wichtig insofern, weil Wels immer noch mit einem Punkt führt. Derek Haynes. Also der ist jetzt natürlich auch wieder mehr gefragt. Die Das war ein Foul an Haynes, der den Korb macht und anscheinend auch schon mit den Kräften ein bisschen am Ende ist. Oder tut ihm da jetzt das Knie weh nach diesem Kontakt? So, offensichtlich hat jetzt der Korb nicht gezählt. Es gibt aber die beiden Freiwürfe für Derek Haynes. Es hat dann doch, also das Spiel war eindeutig schon abgepfiffen. Und erst danach der Wurf von Haynes.